glaube, wichtig ist es, Rassismuskritik im Besonderen in der Schule zu verankern, einfach deshalb, weil die Schule kein quasi neutraler oder politikfreier Ort ist, sondern die Schule ist eine staatliche Institution, die einen staatlichen Lehrauftrag hat, der, und das ist, glaube ich, besonders wichtig, staatlich legitim ist. Das heißt, wenn wir beispielsweise Schulbücher haben, die Rassismen reproduzieren, dann ist es nicht einfach irgendein Text sozusagen, der Rassismus reproduziert, sondern dann ist es ein staatlich legitimer Text. Das heißt, er ist geprüft worden dahingehend, ob die Inhalte sozusagen lehr- und lernwürdig sind, wenn man so möchte. Entsprechend, würde ich sagen, kommt der Schule da eine ganz bestimmte Bedeutung zu. Ein wesentlicher Punkt ist, und das zeigen viele wissenschaftliche Untersuchungen auf, ist, dass in Schulbüchern sozusagen Rassismus reproduziert wird. Aber hier muss ich kurz festhalten, und das finde ich einen wirklich sehr wichtigen Punkt, ist, klar, wir können das in Schulbüchern sozusagen untersuchen, aber wir wissen nichts darüber, wie diese Schulbücher verwendet werden. Deswegen ist in diesem Zusammenhang einfach nur zu sagen, Schulbücher reproduzieren Rassismus insofern problematisch, als dass es beispielsweise Lehrende gibt. Ich kenne eine schwarze deutsche Lehrerin zum Beispiel, die sehr stark sich dafür einsetzt, dass sozusagen Machtkritik im Unterricht stattfindet, dass sie zum Beispiel sehr kritisch mit diesen Inhalten umgeht. Von daher kann man nicht sagen, das Schulbuch hat die und die Wirkung per se, sondern es hängt natürlich stark davon ab, wie werden Inhalte didaktisiert. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn wir uns beispielsweise, und dazu habe ich geforscht, wenn wir uns beispielsweise anschauen, wie wird das Thema Kolonialismus behandelt, es super viel Relativierungen gibt, also sowas wie, Deutschland war durchaus beteiligt am Kolonialismus, aber war nicht so schlimm. Teilweise wird es dargestellt in Schulbüchern wie eine erste Form von, steht da wirklich auch, Entwicklungshilfe, super problematisch, auch Entwicklungshilfe an sich super problematisch, aber um da mal so in die Richtung zu gehen, sowas beispielsweise. Dann haben wir viel rassistische Fremdbezeichnungen, die als vermeintlich neutrale Bezeichnungen gedacht werden. Also es gibt Begriffe wie Schwarzafrikaner, Buschmänner, all solche Sachen. Dann viel Vergleiche zwischen Europa und Afrika, wobei Afrika sozusagen die Antithese zum modernen, aufgeklärten, industrialisierten, wirtschaftlich starken und so weiter Europa sozusagen herhalten muss. Also das ist ein Punkt, ein wesentlicher Punkt. Und was fehlt, und das finde ich tatsächlich ziemlich wichtig insofern, ist, dass quasi Afrika nie unabhängig von Europa thematisiert wird. Das heißt, Afrika ist tatsächlich einzig und allein quasi als Antithese da oder hält einzig und allein zur Antithese her, wenn man so möchte. Und das heißt, es wird niemals auf Geschichte zum Beispiel in unterschiedlichen afrikanischen Ländern eingegangen, unabhängig quasi von Europa. Das heißt, wenn Afrika thematisiert wird, dann im Kontext von sogenannter Entwicklungshilfe oder im Kontext von Kolonialismus und Versklavung. Also tatsächlich, und deswegen finde ich die persönliche Handlungsebene auch so wichtig, natürlich ist es wesentlich, dass es irgendwie strukturelle Veränderungen gibt und Institutionen sich verändern, das ist total wesentlich. Aber dadurch, dass wir nicht davon ausgehen können, dass dieser Punkt heute oder morgen erreicht ist, finde ich eben diese individuelle Ebene besonders wichtig. Das heißt, tatsächlich, glaube ich, ist es ein wesentlicher Punkt, sich selbst zu fragen, möchte ich solche Sachen reproduzieren? Möchte ich sozusagen gegenwärtige Macht- und Unterdrückungsverhältnisse stabilisieren mit meinem Verhalten? Und möchte ich sowas sozusagen als Lehr- und Lernangebot weitergeben? Für den Fall, dass die Antwort auf diese Fragen Nein sein sollte, würde ich vorschlagen, tatsächlich Bücher zu lesen, wie beispielsweise Pädagogik der Unterdrückten von Paulo Freire, der sich sehr gut damit auseinandergesetzt hat. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, eben nicht davon auszugehen, dass es diese Dichotomie zwischen Lehrenden und Lernenden gibt, sondern dass beispielsweise gerade im Kontext von Diskriminierungen Personen anwesend sind, die Schülerinnen und Schüler sind, die durchaus in diesem Kontext auch die Lehrenden sein können, weil sie einfach Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, die die Lehrenden unter Umständen nicht gemacht haben. Also das ist so ein Punkt. Ansonsten, wenn es Möglichkeiten zur Vernetzung gibt und die gibt es verstärkt, dann auf jeden Fall sich austauschen mit anderen Personen, die da ein verstärktes Interesse haben, die unter Umständen schon Ähnliches durchgemacht haben. Das und natürlich Fort- und Weiterbildungen dazu besuchen. Also ich glaube, was tatsächlich eine große Hilfestellung sein kann, ist dieser rassismuskritische Leitfaden. Einerseits deshalb, weil er Themen aufzeigt, die momentan im Unterricht nicht behandelt werden, zum einen. Zum anderen, weil er einfach aufzeigt, dass es also wesentliche quasi Fallstricke aufzeigt. Was sind sozusagen Dinge, die man eigentlich umgehen möchte? Zum Beispiel, was so ein typisches Ding ist, ist, wenn Lehrende sagen, Mensch,
du kommst doch aus Afrika, erzähl uns doch mal, wie es ist. Also funktioniert auch nicht, gerade im Kontext von Rassismuskritik würde das auch nicht funktionieren, wäre total verkürzt. Aber dafür ist der Leitfaden, glaube ich, ganz gut. Und den gibt es umsonst im Internet. Ich denke, das ist ziemlich konkret. Und ansonsten mutig sein, auch mit den Schülerinnen und Schülern zusammen Texte zu hinterfragen. Also sich zu fragen, quasi gemeinsam, wofür ist Schule eigentlich da? Welchen Zweck erfüllt Schule? Ich glaube, das kann man sich immer fragen. Und sich dann quasi anzuschauen, warum stehen Sachen im Schulbuch so, wie sie da stehen? Und das kann man gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern machen. Beispielsweise, wenn ich eine Fort- und Weiterbildung mache, haben wir so einen Fragenkatalog, wo wir uns fragen, welche Perspektive wird reproduziert zum Beispiel? Welche Perspektive ist gültig? Welche Perspektive ist nicht gültig? Welches Wissen ist sozusagen gültig? Wer kommt vor? Wer kommt nicht vor? Wer kommt, wenn ja, wie vor?